Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen The Isle Video. Heute spiele ich mal den Herrerasaurus und zwar nicht allein, sondern ich habe mir Bluesucho dazu geholt. Seine Social Media Kanäle sind auch unten in der Videobeschreibung. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und jetzt würde ich sagen, los geht's. Da oben ist Blut. Hinter uns. Oh ja, auch ganz, eine ganze Menge sogar. Oh, hier ist was. Ah! Oh, es fällt. Wohin ist es? Es ist runtergefallen. Was ist es denn? Ein Dippel. Eine Fettkartoffel. Eine Fettkartoffel, okay. Keine Süßkartoffel. Keine Süßkartoffel, ne? Aber er bewegt sich halt. Ja. Mir auch einmal gehittet? Ja, gut. Das geht doch nicht da hinten hin. Autsch, er hat mich auch gehittet. Oh, über uns sind, glaube ich, die Eltern, oder? Das sind Zeras hier. Okay. Wir müssen hinterher. Bitte pass auf, bitte stirb es nicht. Nein, nein, nein. Oh, ich häng fest. Okay, alles cool. Ah! Hat er dich getroffen? Er hat mich getroffen. Aua. Ich glaube, ich sterbe. Nein. Oh mein Gott. Don't do it. Warum hält denn so viel aus? Der ist den ganzen Berg runtergefallen. Ich spring auf ihn. Ich habe ihn leider nicht gehittet. Versuch mal in den Palme da zu springen. Da kommen wir, glaube ich, nicht dran. Doch. Der ist zu weit weg. Der ist an der Klippe jetzt gerade. Unter dem Baum sitzt der. Der legt sich hin. Oh nein, ich häng fest. Oh! Leben am Limit. Oh nice. Wo ist der hin? Ist er durch diese Schlucht gelaufen? Ja, der ist hinter mir. Okay. Aua. Ja, ich rieche auch das Blut noch. Es verblutet doch endlich, du Dickerchen. Jawohl. War tot? Sehr gut. Yes. Den haben wir uns aber auch jetzt verdient, ey. Holst du die Organe raus? Ja. Ja, lass mal irgendwo hochklettern gleich, oder? Ja. In der Baumkrone kann ich, chillen? Kann ich den mitnehmen, den ganzen Body? Als ob. Ja, mehr hier an den Felswand, damit wir hier lauern können. Ach so, ja stimmt, das macht Sinn, ja. Da unten ist was. Ja. An der Leiche. Ja, ja, warte, warte. Ja, ich geh, warte. Bleib du da sitzen. Was? Da steht Scheiße. Die Kackpalme ist im Weg. Oh oh. Kommst du da raus? Hast du ihn? Ja. Sehr gut. Ah, die Bienen wollen mich. Als wenn. Jetzt schon. Da unten ist was an unserer Leiche. Okay, du bist dran. Hier leider nichts, aber ich spring einfach. Sofort getroffen. Ja, ist tot. Diese Drecksbienen. Ja. Liegt da noch eine Leiche mehr? Die Babykiller hier. Da. Da kommt was hingelaufen jetzt. Unten sind zwei Sachen. Ein Dilo. Ja, spring. Ja, ich warte noch. Oh, da ist noch ein Kano. Ein Kano und ein Dilo. Ja, der Dilo hat Angst vor dem Kano. Der Dilo ist aber größer. Ja. Oder der Kano frisst. Du kannst springen. Ja, das ist so schön. Ah, die Bienen. Versuch mal rüber zu kommen zu unserem Friedhof. Mhm. Geht weg! Aua! Aua! Er ist runtergefallen.
Ja, die Bienen. Aua. Die haben gepiekst. Ich höre hier was hinter mir. Ich werde hier angegriffen von einem Trodon oder so. Tatsache. Oh, nee, gerappt. Nee, doch, das ist ein Trodon. Einfach abgebissen von mir. Den Parasit. Diese Verzögerung einfach. Ja, das war super. Ja, ich komme erstmal nach hier. Dann war ich ganz entspannt. Ausdauer voll. Oben. Ja. Ich hoppel dir hinterher. Können weiter. Oh. Oh. Aua. Sind dir Beine gebrochen? Ich habe mir nicht Beine gebrochen. Weißt du, warum nicht? Weniger Fallschaden habe ich als Mutation gelernt. Oder höhere Distanz für Fallschaden. So, du gehst halt da auf die Palme. Hä, wie krass hoch die aus sind, ne? Macht man mehr Schaden, ja, aber, wenn man von höher springt? Ja, aber du kannst nicht von ganz oben runterspringen. Ja klar, heftig. Ich habe den Skill, dass ich ja eine höhere Falldistanz habe. Easy. Also ich kann maximal... bis hier. Wo weißt du das? Weil dein Knochensymbol bei dem Fußstapfen kommt. Statt dem Fußstapfen, wenn du Restik drückst. Achso. Ja, ist hier schon zu hoch. Oh ja. So. Das ist ein Dibbel oder so vor uns. Zwei kleine Dibbles. Drei. Ja, da komme ich von hier nicht an. Die haben uns aber gesehen. Echt? Ja, die haben uns gesehen. Ah, Mist. Was sind vier? Hast du den getroffen? Nee. Aber jetzt hab ich. Ja, du stirbst. Nee. Ich habe auch nicht getroffen. Bin genau mitten reingefallen. Versuch's jetzt im Lauf. Boah, gehittet. Der gelbe? Ja. Okay, dann gehen wir auf den gelben, weil dann blutet der jetzt am meisten. Mhm. Bin zu weit gejumpt. Oh Gott, ich häng fest. Getroffen? Ich hab nicht mehr so viel Ausdauer, muss ich sagen. Ja, welcher ist denn der gelbe? Der vorderste oder der hinterste? Der vorderste. Okay. Dann muss ich aber hinsetzen. Also wir machen so einen extremen Bleed. Ich hab ihn auch nochmal gehittet. Ich habe auch danach noch mal reingebissen, also der dürfte echt schon viel Schaden haben. Geht's dir noch gut? Ja, ich bin noch nicht getroffen. Welcher ist es, der hinterste? Der hinterste gerade. Genau wie du, draußen. Der ist tot? Geil. Ja, das ist der nächste. Ich glaube, den kleinsten. Ich habe nicht mehr so viel Ausdauer. Okay. Ich würde mal kurz mich in den Ast chillen, ja? Mhm. Ja, ich habe auch nicht viel Ausdauer, ich versuch's. Ich muss erstmal hier in den Stamm wiederkommen. Sitzt der wirklich in der Mitte? Wir sitzen in der Mitte, ja. Der andere dreht sich da im Kreis drumherum. Jawohl, zweiter down. Ist er auch gestorben? Ja, auch gestorben. Sehr gut. Die anderen beiden hauen ab. Ja, wir müssen hinterher, oder? Jawohl. Ich rutsche den Baum runter. Ja, Ausdauer ist das einzige Problem aktuell, ja, ne? Ja, bei mir auch. Ich bin gut fast leer. Ja, ich auch. Sollen wir es bei 2 belassen? Ja, dann gehen wir zu den Leichen und campen da ab. Ja, würde ich auch sagen. Flieg und Sieg! Ist er tot?
Ja, One Hit. Und die dritte Leiche. Oh, wie assi. Wie assi. Tja, so ist das. Ja. Bin wieder da. Auf der Brücke jagt gerade ein Stego und ein Kano. Ein kleinerer Stego. Ich habe übrigens jetzt Muscle Spams, weil ich gerade ein Organ von dem Herrera, den du gekillt hast, im Mund genommen habe. Dann ist es mir eingefallen und ich konnte es nicht mehr ausspucken. Ich musste es essen. Weil es einfach verbuggt war in meinem Mund. Ich konnte nicht mehr G drücken. Ich springe jetzt auf den Stego. Jo. Oh, ich habe ihn gekillt. Down. Stego's down. Wollen wir uns dann nochmal vollfressen an dem? Ja. Ja, da kommt was. Und auf der anderen Seite kommt auch was. Mimizeras. Oha, das wird jetzt spannend. Zwei Albinos. Hey, ist er nicht so laut? Ich bin nicht laut. Wo ist denn der große Zera? Er hat uns gesehen, glaube ich. Die beiden sind auch sehr auffällig. Ja, wir müssen jetzt gut absprechen, wer auf wen springt. Ja, bitte fresst. Welchen willst du? Der jetzt als. Er ist vorbeigelaufen, der erste. Den hinteren. Du nimmst den auf der Brücke noch. Okay. Pass auf, der große Zera kommt auch. Die kommen, die wollen dich. Der große Zera kommt. Kein Problem, bin Profi. Ja, ist alles cool. Ja, der große Zera frisst jetzt. Ich jump den jetzt an. Oh nein, ich hab's nicht auf Schnauze gelegt. Oh Gott! Bitte helfen Sie mir! Das war ein bisschen zu. Aua. Also, hast du Schaden bekommen? Ja, ich wurde ordentlich gebissen. Man kann das halt nicht einschätzen, ne, wenn er sich auf die Schnauze legt. Nee. Da wurde sie fast weggebissen von dem Großen. Da wurde ich fast. Alter. Hast du den Kleinen denn erwischt? Ich glaube, der ist blutig, nee, oder? Der eine Kleine? Nee. Aber die gucken nur zu dir hoch. Okay. Ja, weil die mich sehen. Jetzt kommt er. Der Kleine. Einer Minus. Ja, ist tot, sehr gut. Der Große läuft hinterher. Ja, und auf Palme. Versuch gleich den anderen Kleinen auch noch zu treffen, aber der weiß halt, dass wir sind, ne? Ach, der Große, so ein. Der nimmt den Body mit. Dieser. Er legt den einfach auf die Brücke. Der andere kommt jetzt auch. Außer auch tot. Den Großen kriegen wir halt nicht, ne? Nee, man weiß halt, dass wir hier sind. Ich würde jetzt gerne einen Baum eben geben, wo ich kurz Ausdauer regen kann. Die Stegos kommen, glaube ich. Gehen jetzt auch Richtung Wasser. Ah, ja. Da ist ein ganz kleiner. Der ging's klein in der Richtung. Ah, wo ist er denn? Ja, die wissen, dass wir hier sind. Also zumindest, dass ich hier bin. Versuch den anzuspringen? Nee. Leider nicht. Vielleicht kannst du es nochmal versuchen. Er hat Bein gebrochen. Der Kleine. Oh. Können ihn noch so attacken. Ich mach mal ein bisschen Druck, dass die abgelenkt sind. Vielleicht kannst du dann springen. Sehr gut, der ist down. Ja. Oh, der ist sauer, ey. Oh Gott. Ist das geil. Das ist so gut. Also, Herrera macht richtig Bock. Ja. Versuch ihn aufzuhalten. Warte, ich bin drauf. Ne, ich lenk ihn ab. Sehr schön. Guck mal, das mit Ablenken klappt ganz gut, ne?
Oh, er will dich? Oh, das war knapp. Leben am Limit, ey. Du hässliches. Ich versuche auch mal wieder in den Baum zu gehen. Mistvieh. Verfolgen wir den jetzt hier, oder? Ja, wenn ich nicht solche Standbilder hätte, ja. Der blutet auf jeden Fall. Ja, zwei haben wir bekommen. Setz ihn unter Druck. Bin hochgeklettert hier. Jawohl, jawohl. Gott. Der ist so sauer, ne? Er will. Der ist richtig sauer. Will den halt echt verfolgen. Ich lauf dem hinterher. Oh Mann. Reck du auf jeden Fall bis 60% und dann kommst du hinterher. Nee, ich mach ganz vorsichtig. Oh Gott, ich bin am Felsen hängen geblieben. Er rennt auf mich drauf. Oh, der ist so sauer, ne? Der rennt mir hinterher. Mhm. Das ist ja was du meinst. Das ist auch wie so ein wütendes Stinktier. Was siehst du ihn sogar? Ja. Er weiß nicht, dass du da bist. Vielleicht kannst du auch nochmal einen Attack starten. Der ist halt von mir abgelenkt, ne? Versuche auch die Attention auf mich zu ziehen, dass er sich nicht umgucken kann. Er rennt mir wieder wütend hinterher. Vielleicht kannst du in Palme gehen jetzt gerade. Ja, bin ich. Ja, er ist immer noch so sauer, ne? Er rennt immer noch. Ich lock ihn zu dir. Komm her. Oh Gott, ich weiß nicht, was mir in der Ausdauer gut geht. Egal. Hey, bleib stehen. Ich laufe einfach im Kreis hier, bis du springen kannst. Irgendwann wird er stehen bleiben. Oh, jetzt hat er aufgehört. Sehr gut. Hast du ihn gehittet, oder? Ja, hab ich. Reck am besten wieder Ausdauer, ich halte ihn noch wieder ein bisschen auf. Jo. Ja. Oh, hier ist noch ein Dibbel. Noch zwei Dibbel. Oh, 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 oh. Jetzt hat er seine Freunde geholt. Da ist was schwierig. Ja. Vor allem sind die Bäume ja nicht so geil, ne? Man kann sich nicht so gut verstecken hier. Mm-mm. Aber ich würde an dem Stego dranbleiben, glaube ich. Ja. Er ist noch alleine da hinten. Da läuft ein Babystego auf euch zu. Vielleicht kann man die töten. Ich habe ihn leider verfehlt. Ich weiß nicht, haben die dich gesehen? Naja, also jetzt auf jeden Fall. Okay. Oh, ist so sauer, ne? Dibbles, komm auch wieder. Ich versuch nochmal abzulenken. Pass auf, der Dibbel ist hinter dir. Du bist auf dem Baum. Jo. Ich probier's. Oh Gott. Oh. Nein. Er hat dich. Ich bin krank. Nein. Er hat mich aufgespießt. Oh. Rache. Ich hab ihn gebissen. Nein. Oh, scheiße. Also die Hitbox von der Viechern ist auch ein bisschen groß. Vor allem, wie easy die immer umnocken, finde ich krass. Ah, schade, schade, schade. Oh Mann. Ja, ab jetzt müssen wir leider wieder ganz alleine klarkommen. Ich bin jetzt hier wieder bei der Brücke und kletter gerade eine Palme hoch. Oh, da unten kommt ein Dibbel. Wenn ich auf den raufspringen will, muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen runterklettern. Nicht, dass ich mich auf die Schnauze lege.
Und los geht's. Oh nein, ich habe mich auf Schnauze gelegt. Oh. Ja, das war ein kurzer Spaß. War wohl doch zu hoch. Aber ich denke, das Video ist jetzt auch schon lang genug. Deswegen würde ich mich jetzt sehr über ein Like freuen, falls es euch gefallen haben sollte. Nochmal vielen, vielen lieben Dank an Blusucho fürs Mitspielen. Und schaut auch gerne in der Videobeschreibung vorbei. Dort verlinke ich seine Social-Media-Kanäle. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.